want that body, baby, show me. She's got a body like a coke fan. She likes to keep the party going. These rumors got me feeling lonely. I want that body, baby, show me. Herzlich willkommen zurück zu einem neuen und sehr spontanen Livestream, weil mir war gerade dezent langweilig und ich dachte nur so,
Ich nutze die Langeweile und streame wieder. Ja, Leute, was geht bei euch? Schreibt mal in den Chat, geht's euch gut? Wie geht's euch soweit? Ja. Würde mich interessieren, wie es euch gerade so geht. So, ich werde nochmal ganz schnell was machen, mal schnell ein bisschen was umstellen und dann, ich sag mal, eine nicht festgelegte Ankündigung machen. Ja, das gehört auch dazu. Wir gehen auch noch in StumbleGuys rein. Wir werden auch wahrscheinlich auf das ein oder andere Video heute reagieren. Aber ich switch einfach mal für die Ankündigung ganz kurz die Szene. Zwar geht es um das schicke Ding hier. Das Teil wünscht mir nämlich zu Weihnachten. Und ich sag euch eine Sache. Wenn ich das Ding wirklich krieg, werde ich das sogar so machen, dass ich meinen jetzigen plus PS3 Verkauf, also je nachdem, ob ich die überhaupt dann noch haben möchte oder nicht, die Playsy, kann auch sein, dass ich die noch hier lasse oder so, muss ich noch gucken, aber wahrscheinlich mein jetziger wird verkauft, plus die Grafikkarte, die da jetzt drin ist, die alte hau ich weg, meine alte Grafikkarte, die vorher drin war, die klopp ich weg, die habe ich sogar noch, habe ich tatsächlich sogar immer noch hier, ich kann sie euch gerne zeigen. Ich hab die noch hier im Schrank drin, ne? Muss jetzt nur gucken, in welchem Fach ich die reingepackt habe. Also Sortierung ist bei mir next level, ne? Also klar, ist jetzt halt die Verpackung von meiner aktuellen. Also ich kann sie ja zeigen hier. Wartet, ich gehe noch kurz hier hoch. So. So, das hier ist nämlich meine jetzige. Das ist jetzt gerade eine GeForce GT 710. Die ist jetzt gerade drinne. So, ich glaube, da drinne ist nämlich meine alte. Da drinne ist nämlich meine alte. Das müsste die, glaube ich, sein. Kann jetzt natürlich sein, dass das die andere ist. Ne, das ist meine alte. Muss ich da irgendwas verdecken? Nö. Glaube ich. Das ist meine alte. Ich weiß jetzt nicht, ob man es lesen kann. Sieht nicht danach aus. Nö. Egal. Es ist eine GeForce 210. Und die werde ich weghauen. Komplett. Einfach die, glaube ich, im Müll. Weil das Ding ist so unendlich langsam. Weil mit dem Ding konnte ich nicht ansatzweise streamen. Und auch aus dem Grund Streaming und Zocken. Deswegen habe ich mir auch die neue geholt. Also meine, die jetzige, die ich jetzt drin habe. Deswegen behalte ich auch. Deswegen habe ich getauscht auf die 710er. Auf die GT 710. Das hier ist nicht meine GT. Das ist eine stumpfnormale GeForce 210. Und ich habe ja gewechselt auf eine GT 710. Und ich bin mit der aktuellen an sich zufrieden, nur ich kann halt immer noch nicht wirklich viel machen. Es ist eigentlich, als hätte ich die hier immer noch drin, ne? Nur dass ich bei den meisten Spielen ein paar mehr FPS habe. So. Und einfach auch aus dem Grund und einfach weil ich auch was Twitch, also was Streaming und Videos angeht, auch mal anderen Content machen möchte, wünsche mir jetzt halt einen neuen PC. Und ja. Dazu werde ich mir noch so zwei extra USB-Ports wünschen, damit ich auch wirklich alles anschließen kann, weil ich glaube nicht, dass die drei sind das, glaube ich, die er hat. Ich glaube zwei 2.0er und ein 3.0 und halt vorne welche. Nur die, ach nee, warte mal, hier, ach so, das ist nur vorne. Ich sehe, oh mein Gott. Leute, das muss ich ganz kurz zeigen. Ich habe hier ja geguckt, weil das ist nämlich das Bild zu dem PC, was für Anschlüsse der hat. Und ich habe hier geguckt, was für Anschlüsse der hinten hat. Ich dachte jetzt, der hat nur zwei, insgesamt drei USB-Anschlüsse hinten. Dabei sind das hier die USB-Anschlüsse für hinten. Das heißt, er hat vier. Der hat insgesamt 6 hat der. Ich glaube, ich werde mir trotzdem einen davon noch bestellen. Und halt für mich ist halt noch wichtig dieser VGA-Anschluss und halt HDMI. HDMI und VGA ist für mich wichtig.
Weil sonst kriege ich beide Monitore nicht zum Laufen. Beziehungsweise mein Monitor und mein Fernseher. Und was ich dann noch sagen kann dazu. Sobald ich den habe. Also ich schätze mal vielleicht eine Woche oder anderthalb Wochen später. Kommt dann sogar schon der erste Livestream. Vielleicht mit einem geilen Game. Vielleicht auch einfach nur diese Standard-Games, die ich bisher zock. Also halt Stumbleguys und sowas wieder. Aber... Ich muss halt erstmal gucken, wie er sich dann schlägt, ne? Was er dann sagt, wie viel FPS er mir gibt hier beim Streaming. Ich stream jetzt gerade zum Beispiel wegen der Grafikkarte auch, stream ich mit 30 und zock mit 30 FPS. Und deswegen muss ich noch gucken, wie ich das dann mache, wie viel er mir dann gibt da und wie viel er mir in den jeweiligen Spielen gibt. Kann auch sein, dass ich ein paar Spiele erstmal noch gar nicht streamen werde. Aber ich schätze mal schon, weil das Ding hat eine 1650, ja 1650, ich überlege, welche da drin hat, obwohl es hier steht. Eine GTX 1650 mit 4 GB, das ist eigentlich, das ist sehr, sehr viel besser als meine. Ich kann ja mal das Programm hier aufmachen, GPOZ, und dann kann ich euch mal zeigen, was meine hat, weil das steht... Leider auf dem Karton, glaube ich, nicht mit drauf, weil ich gucke nämlich gerade nochmal. Aber nö, steht da irgendwie nicht drauf. Kommen wir continue mal ganz kurz. Ich dachte gerade, jetzt habe ich irgendwo angerufen. Das Problem ist, ich kann es nicht größer machen. Das ist das einzig Beschissene hier dran. So, wir gehen mal hier. Nee, Dark Graphics. Ah, okay, 1 GB hat der. Hat meine jetzige. Und das ist ja der Type von der Karte wahrscheinlich. Das ist eine DX12er. Never mind, warte mal, das ist gar nicht das. Hä? Ja gut, ich habe keine Ahnung, was gerade dieses DX... ja, stark. Nein, da wollte ich jetzt nicht hin. DX12, ich habe keine Ahnung, was das jetzt gerade ist. Falls ihr da mehr Ahnung habt, schreibt es gerne mal rein. Ich bin nämlich, was das angeht, gerade ein bisschen verwirrt. Ne, GDDR5. I don't know. Video GeForce, ja, gut. Und halt Memory ist halt auch besser, wenn man überlegt. Ich glaube, der hat R16er DDR4. Ich habe 8er. Und ich weiß aber nicht, wie viele der drin hat. Das kann ich leider nicht sagen. Ja, doppelt so schnell wie DDR3. Also auch kein Wunder, sonst hätte ich es ja nicht drin. So, ich kann nämlich nicht sagen, wie viele der hier von den RAM-Dingern drinne hat. Das kann ich euch dann erst reinschreiben, wenn wenn ich den haben sollte. Das Geile ist, guckt mal hier, das ist ja hier Netzteil. Mein Netzteil, was ich jetzt drin habe, ist besser als das. Das ist eigentlich peinlich fast. Aber halt blitzschnell, ne? Hier, guck mal. Das ist schon geil. Hier 512 GB SSD und nochmal 500 HDD. Ich weiß gar nicht, was habe ich jetzt eigentlich gerade. Dieser PC. Ich habe... Das müsste ja eh... Also so gesehen habe ich... Ich habe ungefähr so 465. Also auch knapp eine 500er. Aber man muss bedenken, ich habe keine HDD drin. Ich habe nur eine SSD und eine externe. Und die externe werde ich auch noch im Laufe dieses Streams ein bisschen voller machen, was auf den neuen rauf soll. Ich kann ja mal so ein bisschen schon mal zeigen, was da jetzt rauf soll auf den neuen. Da sind nämlich schon ein paar Sachen drinne oder drauf auf der Festplatte, die rüber sollen auf den neuen. So ist wie OBS zum Beispiel, ist da schon drauf. Ja, das ist Windows. So, warte mal, ich mache mal hier ganz kurz Facecam 2, einfach den Ton von an. Kann sein, dass das jetzt ein bisschen besser klingt. Also ich nicht glaube, weil ich nehme Facecam nicht mit Ton auf, aber juckt mich nicht. Okay, er öffnet mir nicht die Festplatte. Dankeschön. Ehrenlos mal wieder. Ich küsse dein Herz nicht. Ah, ja, ah, jetzt. So, er hat die noch gar nicht gefunden. So. Genau, das hier ist unbeachtend. Das ist für einen 5M-Server von mir und Karim, der glaube ich auch gerade im Chat ist. Es geht, Bruder. Sehe deine Nachricht gerade. Ja, moin. Ja, ne? Man kennt ihn. So, was habe ich, also bisher hier Streamlabs und sowas, das lasse ich weg jetzt. Hängt sich mein Dingens auf. Bruder! Ja, moin, jetzt hängt sich gerade mein Dingens auf. Ah, jetzt.
So, hier Streamlabs lasse ich sogar raus. Das hau ich mal kurz weg. Aber hier sowas wie FileZilla, Dracam und WhatsApp, das bleibt drinne. Aber ich kann euch eh alles mal kurz zeigen, was rüber soll. Jetzt muss ich halt nur gucken, wo es aufgeht. Na toll, es geht ausgerechnet da auf. Das ist jetzt natürlich ein bisschen unpraktisch. Egal, wir scrollen einfach hier mal so kurz rüber. So. Genau, hier, also das sind jetzt die Apps zum Beispiel, die rüber auf den neuen sollen. So wie Shotcut, OBS. So Streamlabs werde ich nicht raufholen, weil ist unnötig meiner Meinung nach. Lively Wallpaper auf jeden Fall. Wobei Lively Wallpaper bin ich mir noch gar nicht so zu 100% sicher, ob ich es behalte. Ich schätze mal Lively Wallpaper, genau. Lively Wallpaper behalte ich auch nicht. Notepad werde ich behalten. Editor brauche ich mir nicht runterladen, ist sowieso drauf. Tree Size brauche ich nicht. FileZilla, ja. Brave muss ich noch aufschreiben, wobei den lade ich mir so oder so wieder runter. Wobei, nevermind, ich brauche Brave gar nicht aufschreiben, weil ich glaube, ich habe noch die Exe-Datei. Ja, das sind halt die ganzen Games, die ich wieder rauf haben möchte. Also, OMSI auf jeden Fall. Wallpaper Engine, mal gucken. The Crew 2, Safe, Phasmophobia, Welcome to the Game, lasse ich weg. Tatsächlich. Raft, hole ich mir Safe wieder. Forza Horizon, tatsächlich nur den fünften Teil, weil ich habe nämlich eine komplette Car-List gefunden. Eine komplette Liste mit allen Autos, die drin sind. Ey, guck mal, wie viele BMWs das sind. Das sind mehr BMWs als Bugattis. Gut. Leider gibt es ein Auto, was ich gerne hätte, nicht. Den 67er Impala. Es gibt leider nur den 64er und der ist, möchte ja nichts sagen, aber hässlich des Todes. Deswegen, ich schaue mir mal ganz kurz diesen Bel Air an, der da war 19. Ach, Digga, Mann. Und wahrscheinlich sogar ein neues Maus- und Tastaturenset. Wahrscheinlich wieder mit Kabel, weil die reagieren nach einer Zeit einfach gar nicht mehr gefühlt. Müssen wir drauf achten. Ich drücke jetzt die 9. Passt auf. 9. Okay, jetzt hat das zwar gemacht. So, jetzt 5. Weil jetzt, er braucht immer mal wieder ein bisschen, bis er merkt. Ah, hier, E. Ich habe mehrmals schon E gedrückt, als er jetzt ist. Hier, E. Ich drückte die ganze Zeit E. Jetzt macht das erst wieder. Ich bin echt am Verzweifeln bei den Dingern hier. So. Da, der Bel Air. Der sieht halt an sich ganz schick aus, der 57er. Aber ist nichts, was ich mir holen würde in Forza Horizon. Also, wenn ich wirklich eine Liste machen müsste von denen, die ich mir holen würde, würde safe hier erstens dieser Charger draufstehen und der Challenger SRT. Also die beiden hier. Und der Demon von Dodge jetzt zum Beispiel. Extrem E, da habe ich überhaupt keinen Plan, was das ist. Das klingt doch ein bisschen sehr komisch. Ah ja, okay, wie viele Ferraris sind hier drinne? Oha, Digga, tschüss. Übertreib. Oha, okay, Ford, sorry. Tamam. Ford hat alles auseinandergenommen. Warte mal, ist der von meinem Vater hier drinne? Ich habe nämlich keine Ahnung, welcher Ford das ist. Warte mal, lass mich mal schnell nachgucken. Ey, ich habe keinen Bock mehr auf diese verschissene Tastatur, ne? Ich bin so. Vor allem gerade hat die vorhin ganz normal funktioniert. Jetzt mit mal, ich streame. Hier funktioniert diese Tastatur. Ey. Ich habe Fokus eingegeben, er schreibt nur CS, Digga. Ich habe keinen Bock mehr, ey, echt. Mann. Fokus. Ich keinen Bock mehr, ne? Weißt du, bei Pfeiltasten ganz normal, gerade die funktionieren ganz normal. So, ich muss mal ganz kurz gucken, weil ich weiß nämlich nicht, welcher das ist. Vor allem habe ich auch gerade keinen Plan, wie der von vorne aussieht. Ne, der hier ist das. Da. 1-0 Eco. Ja. Welcher ist das? Wir wissen, welcher das ist. Also von welchem Jahr der ist. Das Problem ist, die sehen hier alle gefühlt gleich aus.
Er ist auf jeden Fall so ein Fokus-Viertürer. Das weiß ich. Warte mal, ich zieh mal ganz kurz Twitch darüber. Das nervt gerade. Ich weiß aber nicht, welcher das ist. Aber ich würde mir safe die Mustangs holen. Mustangs würde ich mir holen. Formula Drift, okay. Was auch immer das ist. Forsberg Racing sagt mir auch nichts. Hennessy. Venom. Nee, aber tatsächlich Honda würde ich mir, glaube ich, gar keinen holen. Wobei doch den neuen Civic, den feiere ich irgendwie. Oder hier den 24er oder den 97er würde ich mir holen. Ja, Hot Wheels verstehe ich auch nicht so ganz. Ergibt für mich keinen Sinn. Jaguar, Jeep, Königs, KTM. Ja gut, KTM kann man sich drüber streiten, ehrlich gesagt. Aber klar, KTM ist eine geile Motorradmarke, aber halt. Die, ich sag jetzt mal, Autos von denen sind halt einfach. Ich sag dazu gar nichts, ne? Oh, geil. Hä? Ja, moin, es gibt einfach die S-Klasse, gibt es nicht. Aber ein C63 gibt's. Und ein E63S. Warum gönnen die nicht die S-Klasse, Bro? SLS gibt es. Wow, aber Hauptsache die X-Klasse, ne? Wow. Ja, Mann, das ist mein Auto. Meine Firma. Nee. Nee, aber tatsächlich möchte ich dann auch Forza Horizon streamen oder I don't know, Fortnite, Digga, Rocket League, alles Mögliche will ich dann mal streamen, so. Vor allen Dingen werden dann auch die YouTube-Videos viel, viel geiler. Vor allen Dingen auch mal eine Abwechslung, statt nur hier ja, genau. Ach, das war schon. Ach, das war schon. Scheiß. Was ist das? Warte mal, GMC. Ach, moin, der ist bei GMC, Digga. Ich guck komplett falsch. Pontiac, gibt's Pontiac? Ja, doch, Pontiac. Ist das der hier? Warte mal, da muss ich jetzt aber mal kurz nachgucken. Stark, er hat nichts genommen. Man muss halt anders. Weil Tastatur ist Arsch. Ich kann nicht mal Enter drücken, gerade gefühlt. Okay, never mind, das ist nicht der. Dann ist das der hier wahrscheinlich. Weil ich wüsste jetzt sonst nicht, welcher das ist. Enter. Dann halt nicht Enter. Ah, der ist das. Der hier ist das. Das ist das Knight Rider-Fahrzeug tatsächlich. Also, zumindest ist das die Version, die sie genommen haben, glaube ich. Weil das keinen Sinn ergibt, weil die Serie von 82 ist und der Wagen von 87. Gibt gar keinen Sinn. Gift Cars. Vor allem gibt es nicht ein Lambo, der so übelst krass ist, den man nur in einem Dingens bekommen kann. Also nur in einem Wheelspin. Da ist doch auch einer übelst krass, oder nicht? Also habe ich jetzt bei den einem oder anderen Streamer mal gesehen halt. Garry's Mod Gang Beats, ja, das sind halt alles so die Standard-Games, die ich haben möchte. So. Drin. Ganz kurz was nachgucken. Ja, langweilig. So. Schauen wir mal ein bisschen noch mal kurz durch hier. Nicht? Ja. Jus ist da los. Das frage ich mich manchmal auch. So. Genau. Hier Discord Backup Codes. Die sind eventuell wichtig. Irgendwann. Genau. Ich würde sagen, ich kloppe mal ein paar Exe-Dateien kurz rüber. Wo ich weiß, dass ich noch welche drin habe. Also, die müssten ja alle unter Downloads sein eigentlich. Ich muss nur ganz kurz. Gut, never mind. Da ist ja gar nichts mehr. Habe ich die alle weggekloppt? Ich habe die alle weggehauen. Ach, Bro. Was machst du da? Tatsächlich ein bisschen Festplatte voll machen für eventuell meinen neuen PC.
den ich mir wünsche. Deswegen bisschen was rüberpacken, was auf den neuen rauf soll. Deswegen, ich gehe einfach mal hier alle so ein bisschen durch. Aber ich gehe gleich auch noch, oder beziehungsweise, ja doch, gleich auch noch ein bisschen in Dingens rein, in Stumbleguys. Ja, moin, Digga. Hier sind noch die Thumbnails drin. Ne? Nach Thumbnails von dem Stream drin, den ich nie gemacht habe. Gut, ich, ja, zur Not lade ich mir das einfach nochmal alles runter. So, das ist ja nicht das Problem jetzt. Ich mach das mal so. Das ist, glaube ich, leichter dann. Ja, Droidcam. Ja Gott, das ist der Client. Das ist das hier unten. Aber das kann rüber tatsächlich. Das packe ich mal hier mit rein. Das ist nämlich das Regelwerk von meinem Discord-Server, deswegen das packe ich mal am besten da rein. Epic Games. Also ich lade das alles mal runter einfach. So, ich lade das einfach alles neu runter. So, ich mache mal hier ein Netflix-Ding zu. Brauche ich nicht. So, würde ich sagen, gehen wir rein in StumbleGuys. Let's go, ich hab Bock. Ich hab Bock auf StumbleGuys. Gehen wir rein da. Kurz mal ein Schlückchen trinken. So, ich hoffe, man sieht gleich die FPS-Anzeige. Weil dann seht ihr nämlich, was ich damit meine. Ich zock nur mit 30 und stream mit 30. Dann seht ihr das nämlich gleich. Da müsste jetzt eigentlich gleich hier oben sein. Oder auch nicht. Hä, hab ich die ausgemacht? Ja, eigentlich habe ich die nicht ausgemacht. Es kann sein, dass sie jetzt gerade ein bisschen braucht, bis die reinlädt, die Anzeige. Ich zeig's halt einfach so hier. Ah, ich stream, ich zocke mich nur mit 30 und stream gerade nur mit 30. Ja. Aber ich mach mal ganz kurz was. Zwei hier. Mach ich mal ein bisschen was aus. Dich brauche ich nicht mehr. Epic Games mal auch beenden. Was bist du? Kannst du nicht weg? Ja. So, ich würde sagen, wobei, wenn ihr mitspielen wollt, dann schreibt es gerne mal rein, weil ich würde jetzt erstmal sonst erstmal in der Runde gehen. Dann könnt ihr ja schreiben, wenn ihr mitspielen wollt. Mache ich gleich eine Gruppe auf. Merkt gerade, der Sound vom Game ist dezent leise, Alter. Warum ist der Game Sound so leise? Aber ich glaube, das passt eh vom Sound her, oder? Game Sound ist gut so, oder? Und zur Not mache ich den gleich ein bisschen lauter. Nach der Runde. Kaum bin ich in einem Game drin, läuft die Tastatur wieder perfekt, ne? Ich werde so safe nochmal ein neues Set holen lassen, Alter. Also, ich so ab das Teil. Weil das Ding einfach nach 10 Minuten kaum noch reagiert. Aber easy! Ja, schubst mich weg. Danke für gar nix. Easy. Durchgespielt. Wo ist er hin? Ist der? Ja, moin, der ist auch durch. Chillig. Oh nein, der Special Skin ist runtergefallen. Er ist raus, ne? Er ist tot. Alter. Junge, leckt es gerade. Oh mein Gott, hat das gerade geleckt. Bist du? Alter Schwede, hat das gerade geleckt. Alter Schwede. Aber okay, die Lags, kann ich versichern, sind nur während dieser Spieler, während diesem Ding, wo die Spieler rausfallen und während der Map-Suche. Sonst gar nicht. Also hoffe ich einfach mal. Aber an sich sieht das relativ flüssig aus, weil ich habe ja hier OBS, ich sehe das ja auch, wie das für euch aussieht. So. Nein, nein. Übrigens, ihr könnt diesen Stream hier, wenn ihr ihn verpasst, könnt ihr ihn hier nachgucken oder bei mir auf YouTube auf dem Kanal. Einfach bei YouTube mal Jammeyer Gaming eingeben. Kommt zu meinem Kanal oder einfach Ausrufezeichen YouTube.
in den Chat, dann kommt ihr, dann kriegt ihr auch einen Link zu meinem Kanal. Au. Ey. Ja, stark, ich bin ja okay. Ich wurde ja. Oh mein Gott, Digga, what the fuck? Gerade noch so geschafft. So knapp. Und guck ich da, meine Kamera steht hier. Ey, ich bin so verwirrt jetzt gerade. Das Problem ist, ich habe nämlich umgestellt. So, mein PC steht nämlich hier. Man sieht den sogar hier so ein bisschen. Weil hier ist nämlich das Kabel vom Headset. Deswegen, ich bin nämlich echt verwirrt, was das angeht gerade. Weil ich schon wieder umgestellt habe. So oft wie ich umstelle, ja. Aber ich werde das direkt beim neuen PC so machen, dass der da hinkommt, wo der jetzige steht. Das werde ich direkt so machen. Okay. Was war das gerade, Digga? Hat ich gerade einen epileptischen Anfall, Digga? Weil es ist keiner raus, ne? Es ist ein bisschen. Weiß ich nicht. Ja. Fuck. Shit. Ah. Verdammt! Spiel, Reise 4. Und knack ich die 120 Wins? Wahrscheinlich nicht. Das würde mich wundern, wenn. So, bei Level 17 kriege ich nochmal so einen Spin. Für selten oder besser. Gewöhnlich oder besser. So. Kann ich überhaupt drehen? 7 Stunden. Ja gut, so lange werde ich wahrscheinlich nicht streamen. Alleine wenn ich schon daran denke, wie lange das zum Uploaden bei YouTube braucht. Boah. Mann, da habe ich schon keinen Bock, Alter. Da habe ich jetzt schon keinen Bock drauf. Alleine weil ich weiß, wie lange das... Vor allem muss ich den Stream ja nachher erstmal runterladen. Und dann fertig machen. Beziehungsweise halt da, wo ich weiß, dass ich irgendwie Copyright-Sachen drin habe. Was, also, so, ich sag mal, Mucke ist ja kein Problem. So, Netflix kann ich auch bei YouTube reinpacken, das ist kein Problem, weil es copyright-free ist. Ich habe da extra so ein Video, was eineinhalb Stunden oder so geht, oder fast 2 Stunden, und das ist copyright-free. Hatte ich auch schon mal einen Stream auf YouTube und da ist nichts passiert. Oder? Von daher brauche ich den Anfang da nicht stumm schalten. Fuck off. Wow. Und schön in alle reindrehen. Was ist mit ihm? Oder ihr? I don't know. Er ist rot. Ja, aber ich merke gerade schon, das lag gerade unnormal. Obwohl überall Stable 30 steht. Beiden Sachen gerade. Okay, bei Dingens geht es manchmal down, aber eigentlich sollte der OBS davon nicht getroffen werden. Von den Lags in Stumble Girls. I don't know. Gehen wir rein, Halbfinale. Die Hälfte ist gerade gestorben, ne? Lauf mal weiter. Geh mal weg, Bruder. Wer bist du? Nein! Ist der auch, ich glaube, der ist auch runtergefallen. Ey, ich hab nicht mal mehr Herz. Also doch, habe ich auch. Wo bin ich gerade hingeflogen? Alter, meine Kamera vom... Meine Maus lässt sich schon wieder ganz ekelhaft steuern. Ne? Also ich werde mir safe ein neues Tastaturset und so. Also ich werde mir safe ein neues Set bestellen. Weil, Digga, das geht ja aber gar nicht, Alter. So, ich sag mal so, wenn die Maus und Tastatur wirklich so die ganze Zeit weiterhin ist, ne, ey, dann macht Stream und generell Gaming einfach keinen Bock mehr. So, ich kann so viel schon mal sagen, sowas wie Forza Horizon oder Rocket League, da spiele ich mit Controller. So, Forza Horizon werde ich mit Controller zocken. Und Rocket League auch. Aber sowas wie Fortnite, Stumble Guys, Roblox, Minecraft, whatever, da spiele ich alles mit Maus und Tastatur. So.
Und dafür brauche ich halt auch eine stable Tastatur. Und vor allen Dingen, wenn ich dann den Titel nicht ändern kann, weil ich wollte eigentlich den Titel ändern. Ich wollte nämlich eigentlich in den Titel schreiben, Zocken und Gaming, beziehungsweise bisschen Reaction und Gaming, und Zocken. Es ist halt ein bisschen stressig, wenn ich wegen der Tastatur den Titel nicht ändern kann, so. Ich hoffe, ihr... Was macht die Scheiße? Ich hoffe, ihr versteht da, was ich meine, ne, weil... Dann macht das halt einfach keinen Spaß in dem Moment. Weil, ich sag mal so, ohne geänderten Titel denken die Leute halt, ja, okay, ist ein Stream, ist eine Stream-Wiederholung, weil ich habe meistens halt dieselben Titel noch drin. Ich hatte letztes Mal zum Beispiel noch einen Titel drin, der ist mittlerweile schon, ich glaube, 2 Monate alt oder so. Deswegen ist es halt nicht so clever, wenn man dann immer denselben Titel drin hat. Er ist weg, Alter. Aber er hat überlebt. Vor allen Dingen ist das eine raus. Oh, oh. Du gewährt dir Boxi-Mode, oh meine Güte. Das geht, Bro. Ich chill hier nur, Tamam, ich chill nur. Hä? Du bist tot. Wo chillt eigentlich der andere? Lol. Die chillen beide in der Mitte so gesehen. Naja, er nicht mehr. Nur nachher. Bitte, diese Bombe kommt nicht zu mir, ne? Bitte, ich krieg nicht die Bombe. Er soll Bombe kriegen. Oh, sonst gebe ich ihm eine Bombe. Oh, ich bin unlustig manchmal. Immer. Ich glaube, er hat den auch, den Boxi-Mod. Deswegen, ich bleibe immer auf Abstand jetzt. Ey, war's, als ob der das überlebt hat. Geil. Genau, wo er rübergelaufen ist. Yes, sir! Gewonnen, also. Let's go! Ich hoffe, das passt von der Facecam her. Der Platz da unten. Wenn nicht, dann muss ich das die Tage ändern. Floriburi, was geht? Herzlich willkommen! Ich muss mal ganz kurz was nachgucken, tatsächlich. Mal, ich bin schnell. So, würde ich sagen, gehen wir in die nächste Runde rein. Ja, woll. Da geht Robert. Ich sag dazu gar nichts, ne? Ich hab, glaube ich, zu viele YouTuber die letzte Zeit. Ich weiß noch nicht mal, wann der Stream oder ich sag mal das Video bei Dingens kommt, bei YouTube. Beziehungsweise ich werde das wahrscheinlich so als, ich sag mal, Premiere Stream so, also als Premiere hochladen und auch reinstellen, dass das zu einem bestimmten Zeitpunkt kommt. Also ich schätze mal, so werde ich das machen. Ja! Ich denke auch, die können mich wegschubsen. Aber ich freue mich schon. Wenn, falls ich den wirklich bekommen sollte, den neuen PC, Digga, Leute, dann sage ich euch wirklich, so wie es ist, dann wird Streaming und mein Kanal komplett hochgenommen. Dann wird alles, dann wird es viel, viel geiler. Dann werden die Games geiler, die Streams werden lustiger und alles Mögliche. Also da freue ich mich wirklich drauf. Da freue ich mich schon sehr drauf. Ich bin immer sehr gehypt. Ich bin mal sehr gespannt, so, das wollte ich sagen. Passt Game Sound so? Oder soll ich den ein bisschen lauter stellen? Könnt ihr ja gerne mal reinschreiben, ob ich den Game Sound so lassen soll oder ob ich den ein bisschen höher stellen soll. Falls ich leise klinge, ist das Problem vom Mikro, nicht meins. Ich kann mal gucken, ob das Kabel richtig drin ist. Ah, never mind, das Kabel war nicht richtig drin, chillig. Ja, moin, Kabel war nicht richtig drin. Passiert auch nur dem Besten. Ne, wobei. Nicht den Besten, sondern den Dümmsten. So, Servus.
So Level 16 habe ich gleich erst. Ja gut, da ist ja nix. Weil ich würde sagen, wir gehen rein in den nächsten, in die nächste Runde. Was laber ich? Spin that skin. So, starten wir rein. Let's go! Danke. Ja. Ich schätze mal, auf YouTube wird das ganze Ding hier heißen, knack ich die 120 Wins. Und dann in der Videobeschreibung wird stehen, keine Ahnung, Twitch-Stream vom halt heutigen Datum, also 17.10. So werde ich das wahrscheinlich dann aufschreiben. Einfach ein King, einfach ein Gott. Ich schau mal ganz schnell was nach. Bei WhatsApp. Das mache ich aber über Dingens, über Handy. Eben schnell. Nein, jetzt öffnet der den komischen Link, weil ich da aus Versehen drauf gedrückt habe. So, jetzt. So, bitte Botbash. Schade. Ich hoffe im Finale, wenn ich dann drin bin, kriege ich Botbash. Weil Botbash ist eine geile Map. Außer du schlecht in der Map. Dann nicht. Ja, ihr könnt mir gerne, weil ich hab das tatsächlich immer noch vor, so einen, ich sag mal jetzt mal, eigenen StumbleGuys-Clan, sag ich jetzt einfach mal, zu machen. Discord dann und sowas etc. kommt dann auch noch. Etc. Ne? Also dafür wird dann auch noch ein extra Discord erstellt und alles. Und ja. Ihr könnt mir da gerne mal Namensvorschläge in den Chat schreiben. Wenn ihr eine gute Idee habt. Weiter, jetzt muss ich mich peilen. Komm, rein da. Ja. Also wenn ihr da Ideen habt, findet StumbleGuys klaren Namen, dann könnt ihr gerne mal reinschreiben. Wie ich den nennen soll, machen wir das. Es kann auch einfach daran liegen, dass mein Mikrofon zu leise klingt, weil ich habe das falsch eingestellt. So, jetzt müsste es eigentlich besser sein. Ich habe keine Ahnung. Ich hoffe, man hört mich überhaupt. Wenn nicht, Digga, dann muss ich schnell gleich mal Headset-Ding anschließen. Muss das wieder herhalten. So, tatsächlich ist wieder das. Also ich bin ehrlich, Honeydrop, ich feiere diese Map gar nicht so, ich mag die irgendwie nicht mehr. Seitdem ich da gefühlt die letzten 6 Milliarden Runden verkackt habe. Okay, immerhin auf dem Honig gelandet. Immerhin auf was Süßem gelandet. Lassen wir das. Naher, so auf YouTube werden die sich auch alle denken, so labert der Typ. Es würde mich sehr wundern, wenn sich das keiner denkt bei meinen Videos, Vor allem bei den Cleverbot-Videos. Denke ich mir manchmal selber so, was laber ich eigentlich hier für eine Scheiße in den Videos? Renn mal nicht weg, wer bist du? Oha! Ehrenlos! So, 165 Sterne, ja! Wie viel macht man pro Runde? 30 oder so? Oder wie viele macht man? Ich glaube 30, ne? Glaube. 30, 35, so in dem Dreh. Schätze ich mal jetzt. Ich hab da keine Ahnung von. Ich sammle ihn. Vor allem, der Pass geht nur 14 Tage und ich wollte mir eigentlich noch den Premium-Pass kaufen, aber kein Bock, Digga. Ich gehe nächste Woche fett in die Waterfront mit dem Kollegen. So, nächste Runde. Ja! Woll!
Schön ist, ich habe hier eine offene Wasserflasche und eine offene Cola-Flasche. Wenn man sich nicht entscheiden kann, was man trinken soll. Also würde ich jetzt einfach mal bezeugen. Scheiße, machen wir weiter. Spielen wir weiter. Übrigens wollte ich kurz sagen, es wird keine elfte, wobei doch, es wird eine elfte Folge von Tellonym geben, aber nicht mit den jetzt aktuellen Fragen, die da drin stehen, weil die werde ich heute im Stream noch beantworten. Plus, ich weiß nicht, vielleicht gehen wir noch ein Cleverbot rein, zu Cleverbot heute. I don't know. Mal gucken, wie lange ich jetzt noch an Stumblegasten bin. Ich stream nicht mal eine Stunde gerade, ich stream gerade mal 52 Minuten. Ich dachte, ich stream schon eine Stunde. Dabei stream ich nicht mal anders bei so einer Stunde. Der hat komplett weggekickt, ne? Er hat ihn in ein anderes Land gekickt. Boah, vor allen Dingen, Leute, was ich auch noch sagen kann. Ich werde, no joke, ich werde mir zum neuen PC, beziehungsweise wahrscheinlich ein paar Wochen oder ein paar Monate später, werde ich mir FIFA 23 gönnen. Und da wird auf FIFA gezockt, Alter. On-Stream und videomäßig, paar Packs ziehen und so, Pack-Opening und so. Aber ich schätze mal, ich werde mir die Packs nicht erkaufen, sondern erspielen. Mit Coins und sowas, mit Points und sowas und den Münzen. So, weil ich möchte, glaube ich, ich weiß noch nicht. Ich werde, glaube ich, für FIFA an sich jetzt so In-Game-Echtgeldkäufe werde ich, glaube ich, nichts ausgeben. Sondern halt wirklich, wenn, dann nur für... Das war's mit dem... Nein. Sondern nur halt die Coins, also halt die Währung im Game benutzen. Weil mittlerweile habe ich halt gemerkt, so FIFA ist halt ein geiles Game so für mich. Ich zocke mittlerweile auf meiner PlayStation wieder mittlerweile FIFA 19. Da zocke ich mittlerweile auch Ultimate. Von daher... Es macht halt einfach Bock. So. Deswegen, es macht halt einfach Bock, FIFA zu zocken. Es bockt halt einfach. Vor allen Dingen, wenn man mal bedenkt, Leute, wir haben gerade den 17.10.2022. Leute, in gefühlt, ich sag jetzt mal gefühlt, nach 3-4 Wochen ist Weihnachten. Jetzt von der, von dem Tageszyklus auch her. Es geht echt schnell im Moment. Das Jahr ist fast schon wieder zu Ende. Oh. Egal, gehen wir rein in die nächste Runde. Ja. Oh, bitte eine gute Map. Wenn nicht, dreh ich durch. Also eine scheiß Map. Imagine so 54 Minuten Stream noch. Nee, ich schätze mal schon ein bisschen. Ja, Digga. Er hat einfach Uwo im Namen, Digga. Nein! Nicht! Ich bin einfach der leidende Gott, Digga. Nein! Gott, Alter! Ich hinterfrag nicht, warum der noch am Anfang stand. Ich hinterfrag's einfach nicht. Ist schon Montag, ne? 17.10. Cool, was warst du denn? Was ist das? Das Geile ist, ich glaube, in 5-6 Wochen hat mein Vater Geburtstag, Digga. Das ist auch Ende November dann, Digga. What the?
Das einzige, wobei das einzige Gute ist, wobei das einzige, naja, ich sag mal so, ab nächsten Monat kann es gut sein, dass weniger Videos kommen und weniger Streams. Weil eventuell ab 1. November gehe ich wieder zur Schule. Im Moment hoffe ich ja noch, dass mich irgendwer für eine Ausbildung nimmt, noch für dieses Jahr am besten. Dass da irgendwer einfach sagt, so, ja, kannst auch rein und so, haben noch Platz und so. Wäre halt an sich geil, ne? Aber glaub nicht, dass das passieren wird. Deswegen, ja, 1. November habe ich Gespräch bei einer Schule. Vorstellungsgespräch. Ich weiß noch nicht, ob ich alleine hinfahre oder ob meine Mutter bekommt, das weiß ich noch nicht. Und dann mal gucken. Ne? Dann mal gucken. Doch, gucken. Also es ist halt, glaube ich, schon besser, wenn die mich nehmen, weil dann sitze ich immerhin nicht mehr zu Hause. Ne? I mean. Aber ja, es wirkt sich dann halt auch so ein bisschen auf YouTube und so aus, aber das ist ja nicht das Problem, weil ich habe ja die komplette letzte Woche nichts hochgeladen. Und die Upload-Zeiten sind ja jetzt auch schon wieder anders. Ich habe die jetzt nochmal geändert, weil ich es nicht schaffe, so viele Videos aufzunehmen. Das sind, glaube ich, pro Woche sind das, glaube ich, 10, 12 Videos oder 11, 12 Videos pro Woche, die ich hochlade. Und da sind meist 3 am Tag. So, von daher denke ich mir eher so, nee, Digga, jetzt habe ich die ja nochmal geändert, die Upload-Zeiten. Jetzt mache ich es ja nur noch Dienstag, Donnerstag und Samstag, also Montag, Mittwoch und Sonntag kommt gar kein Video. Montag, Mittwoch, Freitag und Sonntag, so. So, das sind halt die Zeiten oder die Tage, wo ich mir dann so denke, so, ja, die kannst du nutzen zum Aufnehmen. So. Aber, ja, I don't know, ich muss mal erstmal gucken, ob die mich nehmen. Wäre halt natürlich geil, weil ich habe selber, muss ich ehrlich sagen, keinen Bock, zu Hause rumzusitzen. So, mittlerweile wird's langweilig, so, hast jedes Spiel schon 80 Mal gefühlt durchgespielt. Und aufnehmen kannst nichts wirklich, weil PC ist, ich sag mal, eine Lusche für sowas, ne? Deswegen. Und dann denke ich mir halt eher, ja komm, Digga, dann halt eher, ja. Versteht sich aber, glaube ich, von selbst, dass viele so denken gerade. Und wenn man überlegt, ich habe ein paar Leute, die sitzen, glaube ich, auch noch zu Hause. Wenn mich nicht alles täuscht, kann auch sein, dass die jetzt auch was haben. Keine Ahnung. Ich habe mit denen mittlerweile seit Schulschluss, halt als ich Schulschluss, kaum noch Kontakt an sich. Mit den meisten Leuten. Mit den meisten schreibe ich ja schon gar nicht mehr. Aber ja. I don't know. Vielleicht streame ich dann noch sowas wie Fall Guys, aber bei Fall Guys bin ich mir ehrlich gesagt unsicher, ob ich das später noch zocke, weil ich spiele es jetzt im Moment auch überhaupt nicht mehr. Ich spiele ja jetzt hauptsächlich wirklich halt Stumble Guys. I don't know. Ich bin auch am überlegen, Dingens gleich anzuschreiben, ob der Bock hat, ein bisschen mitzuzocken. Hier, Karim. Vielleicht ist er gerade im Chat. Willst du mitzocken, Bruder? Falls du im Chat bist. Kommst du Discord diese? Ich schreibe dir gleich mal an. Vielleicht hat er ja Bock mitzuzocken. Wenn er nicht schon immer noch wieder oder schon wieder am FIFA zocken ist. Weil er hat sich nämlich schon 23 geholt für die PS5. Aber ich werde mir das für PC holen. Weil ich bin PC-Spieler. Was eigentlich alles angeht. Außer WWE. Das zocke ich auf PlayStation. Und halt im Moment FIFA 19, aber ja, ich steig um aufs 23er. Ich bin noch am überlegen, ob ich mir die 70er, also die 70 Euro normalen Edition hole. Sorry. Oder ob ich mir die
90 Euro Deluxe Edition holen. Ich bin mir da noch unsicher. Ich bin mir da noch sehr, sehr unsicher, welche Version ich mir holen will. Aber ich schätze mal, irgendeine Version wird es wohl sein später. Und ich sag mal so, so die 70 Euro Version wäre halt sogar für mich an sich besser, weil an 70 Euro bin ich schneller an 100. So, denke ich mir halt. Weil ich krieg 20 pro Monat. Wenn man dann mal überlegt, so. Es ist halt eigentlich schon besser, wenn man sich dann eher so die 70er holt, ne? GG's. So, warte mal, ich schreibe dir mal kurz an. Ich frag dir mal schnell, warum ich zocken will. Zeit gehen wir schon mal in die nächste Runde. Nein. Das hat sich mein Ding jetzt wieder geöffnet, mein Browser. Ich werde eigentlich auf Discord drücken, aber scheiß drauf jetzt. Und ich dann, keine Ahnung, nach der Runde machen. Oder nach der Map, so gesehen. Ja. Scheiß drauf. Jeder weiß, was ich meine. Hoffe ich. So, mir scheißegal, ob ich jetzt verkacke oder nicht, deswegen ist mir jetzt kacke. Ja! Also das hilft wirklich ein bisschen. Schneeball hat mich... Der Schneeball hat mich auseinandergenommen. Ui. Ich bin tot. Okay. Hälfte der Map war gefühlt gerade nicht hier. WM Butter, Digga. Was für ein geiler Name. Am. Weira, bist du deppert? Ich habe schon wieder auf diesen. Den habe ich nicht. Ich dachte gerade, ich hätte schon wieder auf den Link geklickt. So, jetzt kann ich mal endlich kurz bei Discord. Mein Gott. Das kann doch nicht sein. Also. Scheiß drauf. Scheiß einfach drauf. So wie wahrscheinlich bei YouTube, falls ihr schon mal bei mir wieder bei YouTube wart, wenn ihr gesehen habt, oder falls ihr es gesehen habt, ich habe meinen Kanal Bild Plus Kanal Banner tatsächlich geändert. Habe ich heute erstellt. Mit Canva. Ich weiß nicht, wer die Seite kennt oder beziehungsweise die App davon. Ich habe mir die App bei Microsoft Store runtergeladen. Deswegen. Daher habe ich jetzt das neue Bild und das neue Banner. Ich schätze mal, das Bild, also das Kanalbild, was ich gerade drin habe, das wird auch wahrscheinlich hier übernommen. Kann aber auch sein, dass hier das alte, also das jetzige drin ist. Also dieses Neon-Ding da. Neon, ja, irgendwie Neon so in dem Dreh. Oh mein Gott, Digga, einfach ein Boss. Einfach der Gott in dem Game, Alter. Gut, ich glaube, der zockt nicht mit, weil der, wie gesagt, der ist am FIFA zocken. Vor allem kann sein, dass meine Facecam ausgeht, weil ich nur 37%, obwohl ich am Ladekabel habe. Warte, lädt das Ding? Ja, es lädt. Ja, aber wieso verlierst du Akku? Du sollst welchen Krieg nicht verlieren. So, bitte jetzt Glockdash. Ich hab keinen Bock mehr. Also, ich mach noch die Runde und dann eventuell dann noch eine und dann gehen wir mal was anderes rein. Dann können wir auch ein bisschen, keine Ahnung, auf YouTube gehen und ein bisschen Reaction-mäßig wieder was machen. Klar, der Reaction-Teil wird halt nicht rausgeschnitten und dann noch einen Reaction-Kanal hochgeladen, aber halt so, dass man ein bisschen Abwechslung hier hat. Sonst ist das ja nur Streaming, oder? Ist ja Streaming.
Ha, er ist weg. Ich verfolge ihn. Ja gut. Wie kann es eigentlich sein, dass keiner rausgefallen ist bis jetzt? Ist das überhaupt virtual reality mäßig möglich, dass das passiert? Oh nee! Ich bin schon wieder raus. Okay, never mind. Wir gehen doch nicht um was anderes, weil er sagt, er hat gerade geschrieben gleich. Also wir machen noch eine Runde, jetzt wahrscheinlich alleine und dann gleich mit ihm zusammen. Aggression! Nein, habe ich nicht. Noch nicht. Dieses Spiel gibt mir welche. So, lol. Oh, bitte. Bitte, ja. Ey, scheiß drauf, wirklich dich jetzt. Nee, ne. Ich schwör's euch, aber er macht die Gruppe, Alter. Junge, seine Gegner, wenn ich mit ihm aufgenommen habe, für Bro Socken. Ey, diese Lobbys, die waren so grottenschlecht, Alter. Mit mal, ich gehe für Home-Kanal in der Einzelrunde. Digga. Lobbys auf einmal gefüllt. EA-Spieler. EA-Profi-Spieler. Und ich denke mir nur so, ja, kein Wunder, dass ich die 100 Wins nie knack, Alter. Ich bin froh, dass ich überhaupt 95 habe. Ich bin raus, ne? Ja, aber egal, Digga, ich hab grad 15 Sterne so bekommen oder 10 Sterne so. Ich weiß, ich brauch 15. Hä, das ist doch eine Runde. Hä, eine Runde. Also nicht eine Runde jetzt komplett, sondern ein Map. Ein Map, ja, genau. Eine Map sind doch, glaube ich, 15 Sterne, wenn mich nicht alles täuscht. Ey, da, okay, gut, da werde ich rausfliegen. Aber komplett rausfliegen. Aber wie gesagt, wenn ihr einen Clan-Namen, Ideen habt, dann gerne in den Chat oder auch gerne in die Videobeschreibung. Oder, in die Videobeschreibung vor allem. In die Kommentare oder in den Premiere-Live-Chat bei YouTube. So. Da könnt ihr es auch sehr, sehr gerne reinschreiben. Weil ich werde nämlich höchstwahrscheinlich dabei sein in der Premiere. Und ich werde auch wahrscheinlich ab und zu dann nochmal auch in die Kommentare gucken. Und mal so gucken, was da so steht, so an Vorschlägen für so ein Clan-Name. So, ich muss halt jetzt auch gerade so ein bisschen bei Discord drauf achten, dass wenn ich gepingt bin, also wenn ich so ein Ping habe, so gesehen, dass ich weiß, okay, entweder auf der an oder irgendein Server nervt schon wieder. So, da ich viel groß. Ah, okay, 20 Sterne sogar. Ja, gut, dann habe ich nichts gesagt. So, let's go. Gewöhnlich oder besser. Ich hoffe auf legendär. Aber so wie ich mich kenne, habe ich kein Glück, was das angeht. Hätte das nicht wenigstens ein Duplikat sein können. Aber egal, bei Level 19 kriege ich Tokens. Und dann kann ich einmal episch oder besser machen. Weil den legendär 11% und Special einfach 1% Chance, Alter. Junge. Tschüss. Ich bin euch jetzt mal ehrlich über diese Map, über Jungle Roll. Ich mag die Map nicht, Mann. Aber das liegt daran, also jetzt so am Anfang, okay, da ist die chillig, so viele Leute verkacken eh meistens am Anfang. Und so, I don't know, Digga. I don't give a damn.
Deswegen aber Finale oder Halbfinale, ey, ich hasse diese Map so sehr, weil ich so hart am struggeln bin, dass ich da rüberkomme und in dieses Drecksziel zu kommen, Alter. Also manchmal, ich struggle da wirklich sehr hart, bis ich da mal überhaupt durchkomme. Adam 16252, herzlich willkommen im Stream, wie geht's dir? Ah, weggegrätscht die ganzen Leute da. Lags zwischendurch, ey. Aber nur wenn Spieler rausfliegen. So mittlerweile bei der Game-Auswahl gar nicht mehr. Gar nicht mehr. Oder Voice Crack des Todes. Es kommt, wenn ich getrunken habe und direkt anfange zu reden. Das Schlimmste, was man machen kann. Es weg. Es ist einfach weg. Er wurde so hart von dieser Kugel getroffen, er ist mittlerweile in den Backrooms. Er wurde von der Kugel in die Backrooms gesendet, aber aus energischste. Ist das so energischste? Ich habe keine Ahnung, Alter. Ehrlich gesagt, das juckt mich nicht. Bam. Und drei Leute weggekickt. Ich bin zufrieden mit mir selbst. Also, nein. Ich muss gleich mal auf Klo. Ach, Kohlensäure, Alter. Nicht schön. Weil das Geile ist, es ist 13 Uhr gefühlt dunkler als abends. Von der Helligkeit könnte es halt jetzt schon abends sein, ne? Dabei ist gerade die Hälfte vom Dach rum. Okay, eigentlich schon. Naja, eine Stunde über der Hälfte so. Aber. Jetzt nicht mitbekommen. Ja, gut. Ich spiel mal mit einem anderen Skin. Wait, ich hole mal kurz hier einen anderen Skin. Ich nehme mal den hier. Hab ich hier noch einen? Der erinnert mich irgendwie an Paluten, der gibt mir mies Paluten-Vibes. Grüße ihn raus an Paluten an dieser Stelle. So, Farbe kann ich ja nicht ändern bei dem Stumblebot MK23, keine Ahnung. Ja, das passt so. Und die Feuerabdrücke. Ja, und Fußabdrücke. Ne, Digga. Leute, ich bin sofort wieder da. Ich lasse den Hintergrundmucke einfach laufen. Bin sofort wieder da. Bis gleich.
Hotala, da bin ich wieder. So, starten wir wieder rein. Jawohl, schau ich mal ganz schnell aus dem Discord. So, da. Ja. Let's go. Nächste Runde. Start. Let's go. Irgendwas passiert, wenn ihr hier war. Weiß der schreibt vor 12 Minuten gleich, Digga, ist aber offline bei Discord. Chillig. So, Humble Stumble. Ich sag immer, ich I don't know why, aber ich sag mal Rumble Stumble oder Stumble Humble. Ah, geil, meine Tastatur hängt schon wieder. Ich darf echt nicht zu lange abwesend sein, sonst hängt die einfach wirklich sich auf und ich weiß nicht, woran das liegt. Ich werde mir so safe ein neues Set holen, Alter. Ich drücke W. Ah, jetzt auf einmal, ne? Ne, wieder. Für mich manchmal ist es so einfach komplett verspätet hier. Ich halte W jetzt mal gedrückt. So, ich halte jetzt hier W gedrückt. Weil jetzt auf einmal scheint sie wieder zu gehen. Jetzt mit mal. Ich darf echt nicht zu lange weg sein von der Tastatur, sonst hängt die sich auf. Und ich weiß nicht warum. Verlassen, weil ich raus bin. Das ist nur wegen dieser verschissenen Tastatur. So, zunächst gehen wir gleich einfach in irgendwas rein, wo ich die Tastatur brauche. So, wo ich halt alle Tasten wirklich brauche. Da fällt mir halt jetzt eigentlich gerade nur Cleverbot ein. Gehen wir gleich Cleverbot rein. Machen wir gleich. Stunde 20 habe ich gerade erst. Machen wir gut 3 Stunden Stream heute. Dann passt das eigentlich. Sind noch so gut knappe 1,5 Stunden so in dem Dreh. Da ich irgendwie das Gefühl habe, das Ding ins heute nicht mehr kommt. Weißt du, er schreibt vor 12 Minuten gleich, Digga, aber sieht man. So, unter gleich verstehe ich so 5 Minuten. So, ich weiß nicht, was für einen Zeitraum das liegen wird gleich. Hier. Wait, ich drücke jetzt W. Ich halte jetzt W mal gedrückt. Wisst ihr, das ist der Vorführeffekt. Das ist der Vorführeffekt. Ne, jetzt macht das wieder nicht mehr. Hä? Erst wo ich. Okay, erst wo ich die Tastatur. Jetzt nicht mehr. Jetzt läuft. Hä? Okay, wenn ich die Tastatur anhebe, läuft er. Ich mach mal kurz meine Tastatur einmal aus und wieder an. Kann sein, dass da gerade irgendwas nicht stimmt. Ja, fuck. Weil ich habe auch irgendwie vor dem Stream nochmal safe irgendwie eine halbe Stunde gebraucht, bis die funktioniert hat richtig. So, ich gehe jetzt mal hier ganz kurz rein. So, mache jetzt hier mal einen neuen Ding und jetzt teste ich mal, ob die normal wieder läuft. Wie man merkt, ich tippe auf alle möglichen Tasten und da passiert gar nichts. Ich kann es auch gerne einmal in die Kamera halten. Ja. Ich drücke jetzt einfach mal irgendwelche random Tasten. Und ich drücke andere Tasten mittlerweile. Und er macht nichts. Also diese Tastatur ist entweder komplette Scheiß. Nee, ich drücke jetzt S. Ich drücke S. Ich halte jetzt einfach mal S gedrückt. Normalerweise müssen da jetzt schon gefühlt 80 stehen. Und ich halte es weiterhin gedrückt. Und es passiert einfach gar nichts. Diese Tastatur ist einfach komplett Scheiße. Deswegen gehe ich jetzt auf Amazon
und suche mir ein neues Set raus. So. Ja, geil. Danke für gar nichts. Hier, I. Ich habe jetzt schon mindestens 80 Mal I gedrückt. Und N macht er überhaupt nicht mehr gerade. Ah doch, jetzt macht das sich. Ey, ich habe keinen Bock mehr gleich, ne? Ich werf diese Tastatur gleich so gegen die Wand, ne? Backspace geht auch nicht mehr. Ich werf die gleich so gegen die Wand, ne? Ich bin, glaube ich, noch nie wegen meiner Tastatur im Stream ausgerastet, ne? Das ist jetzt das erste Mal, dass ich wirklich wegen einer Tastatur ausraste. Weißt du, warum Pfeiltasten und so ganz normal geht, ganz normal. So, ich gucke jetzt hier mit Maus. Ich suche mir jetzt aus Prinzip eine mit Kabel raus, ne? Ist mir so scheißegal jetzt. Aus Prinzip suche ich mir jetzt eine mit Kabel raus. So, weil die ist eigentlich sogar relativ chillig. Weil die sieht sogar an sich sogar richtig geil aus. Vor allen Dingen einfach, weil die eine Handyhalterung hat. Alleine deswegen mag ich die jetzt schon. Aber die Frage ist, ob das Ding eine Maus dabei hat. Weil ich glaube nämlich nicht. Nö. Aber egal, warte mal. So. Ne, nicht King Cans. Da habe ich nämlich einfach mal geguckt und habe da ein paar geile Sachen gefunden. Stark. Neue Tastatur. Klar, ich könnte mir jetzt, keine Ahnung, meine alte wünschen, die ich vorher hatte. Aber nee. So, ich mache jetzt hier nochmal. Oh. Ich sag ehrlich, aus Prinzip nehme ich keine kabellosen mehr, weil es bringt sie halt einfach gar nichts. Und die sieht an sich sogar geil aus, aber sind auch wieder kabellos. Und da ich gerade einfach merke, dass das einfach gar nichts bringt, eine kabellose Maus zu haben, weil die immer abkackt und irgendwie immer stehen bleibt, bleibe ich einfach oder gehe ich, switche ich wieder zurück auf ja, hier, ich M macht da gerade gar nicht mehr und das S, ich kann nicht mal mehr löschen, Alter. Meine Fresse. Ja, speichert es als neue M ab, du. Meine Ich drücke A. Ich drücke gerade die ganze Zeit A. Ey, was ist das für eine unnötige Scheiße? Pass auf, warte. So, Tastatur steht jetzt ganz normal. So. Ich speichere das ganz kurz ab. So, und ziehe das hier rüber, damit ich weiß, okay, das weiter schicken. So. Ich kann euch ganz kurz nochmal dieses USB-Ding zeigen. So, das ist halt dieses USB-Teil, was ich mir noch dazu holen lasse. Weil ich das wahrscheinlich sogar brauchen werde. Weil ich bin mir nicht sicher, ob alles hinten reinpasst, weil ich habe so viele Anschlüsse, was USB ist. Also ich glaube, da werde ich mindestens noch 2-3 andere für brauchen. Mindestens. Von daher. Wir gehen jetzt einfach mal auf Google. Warte, wir gehen mal hier rein wieder. Wir gehen jetzt nochmal auf Notepad, weil ich habe da ja immer noch diese Datei. So, hier Enter. So, Tastatur steht. Jetzt hebe ich sie an. Oh, mit mal läuft sie ganz normal. Mit mal läuft sie ganz normal. Ah ne, jetzt hat er auch das Problem. Jetzt kann ich schreiben. Hier, jetzt kann ich den hier machen und den hier. Oh, was zum Teufel? Jetzt kann ich hier den machen, hier, da schreiben, hier schreiben. So, Caps. Mach ich mal aus. So. So, jetzt macht er auch das Problem. So, ich habe nämlich irgendwie das Gefühl,
dass da irgendwas drin ist, was da nicht reingehört. Da muss ja irgendwas jetzt sein bei der Tastatur, dass die nicht mehr will, wie ich will. Aber ich sehe auf dem Blick jetzt hier gerade erstmal nichts. Okay, kein Wunder, weil dunkel. So, ich mach die jetzt nochmal an. So, was, weil das Lustige ist, nach einer Zeit funktioniert die ja wieder. Ganz normal. Macht die auch ganz normal weiter. Aber jetzt halt so, wenn ich, keine Ahnung, irgendwie mal 10 Minuten oder 2-3 Minuten mal nicht was an der Tastatur macht, die hängt sich gefühlt auf. Also irgendwas stimmt mit der Tastatur einfach nicht. Und hier ist auch nichts. Ich kann hier so ein bisschen zwischen die Dinge gucken, zwischen die Tasten, und da ist nichts. Ich habe die Tasten auch schon mal rausgenommen und ich habe da nichts gesehen. Also das ist ganz urig. Da, jetzt hängt er sich auf. Jetzt hängt er jetzt. Und jetzt macht das durch, so. Also, ganz weird manchmal. Also, ich werde mir safe nochmal ein neues Set holen lassen. Also, jetzt kein Gesamt-Maustastatur in einem Set, sondern ich habe ja jetzt nochmal eine Maus und eine Tastatur neu rausgesucht. Ja. Aber ganz ehrlich, mit so einer Tastatur hier. So die Maus ist ja nicht das Problem. So, da ist mir das ja an sich erstmal egal, ob die sich so ein bisschen aufhängt oder so. Das kann auch einfach an der Matte hier liegen. Aber diese Tastatur, Digga, ist einfach schreckhaft. Ist einfach schrecklich. So, das kann's ja keinem erzählen. Ganz ehrlich. Das kann's keinem erzählen. Dass sie so hart am Abspacken ist. Ich würde sagen, wir gehen einfach ein bisschen Cleverboard. Da brauche ich nämlich die Tastatur komplett. Ich schreibe jetzt einfach mal, wie geht's dir? Ja. So, jetzt läuft die ganz normal. Ich könnte kotzen, ne? Stark. Scheiß mal auf Cleverbot, wir gehen in Dingens rein. Wir gehen in Telonym rein. Machen wir jetzt noch Telonym und dann war es das erstmal. Ganz ehrlich. Weil mit der Tastatur, Digga, macht das keinen Bock. So. Wovon hast du als letztes einen Screenshot gemacht? Tatsächlich von einem Auto bei Instagram. So ein alter. Hier wieder, hier, jetzt, ich drück L. Ich hab 14 Mal safe gerade L gedrückt und er hat nicht reagiert. Hier, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hier, O macht er gerade auch nicht richtig. Ja gut, wir machen doch kein Telonym mehr. Der. Leute, ich würde einfach sagen, das war's. Ich kann so nicht zocken. Ich kann ja nichts machen gerade. Und das Problem ist, das hält manchmal noch eine halbe Stunde, bis die dann mal wieder richtig läuft. Und ganz ehrlich, so habt ihr auch wahrscheinlich keinen Bock dann zuzugucken, wenn ich hier sitze und mir so denke so. Deswegen, nee. Leute. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Follow da oder so. Kommt gerne rüber zu YouTube. Guckt euch da den Stream gerne nochmal an. Ich weiß noch nicht, wann der kommt. Ich schätze mal, entweder heute noch oder morgen. Je nachdem, wie lange Download braucht und je nachdem, wie lange ich brauche, um das Ganze hochzuladen. Leute, haut rein, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüssi.